Wir schreiben das Jahr 1997. Es ist ein gutes Jahr für die Videospielbranche. Dieses Jahr brachte uns unter anderem Final Fantasy VII, Lilith Wars 64 oder Age of Empires. Aber auch ein unscheinbares Spiel namens Grand Theft Auto macht die Runde. Ursprünglich sollte ein Spiel namens Race and Chase entwickelt werden. Aus der Top-Down-Sicht ist man in verschiedenen Missionsarten Rennen gefahren, doch den Testern gefiel das Prinzip überhaupt nicht. Jedoch hatten diese mit einem Bug viel Spaß, der die Aggressivität der Polizei beeinflusste. Rockstar Games, zu diesem Zeitpunkt noch als EMA Design bekannt, erkannte das Potenzial und entwickelte auf diesem Bug aufbauend den ersten Teil der Franchise, die sich bis heute hartnäckig hält: Grand Theft Auto. Mit einem von vier spielbaren Charakteren, die keine wirklichen Unterschiede aufweisen, startete man seine Gangsterkarriere in Liberty City, dem GTA-Äquivalent zu New York. Daneben konnte man im späteren Spielverlauf auch San Andreas und Vice City erkunden. San Andreas war dabei an San Francisco angelehnt, Vice City an Miami. Missionen erhielt man an Fernsprechern. Fast alle dieser drehten sich ums Autofahren, sei es als Verfolger oder Verfolgter. Die Hetzjagden mit der Polizei sind tatsächlich bis heute ein Highlight. Wenn einem 6-Streifenwagen mit lauten Sirenen folgen und einem jede Kurve oder jeder Crash zum Verhängnis werden kann, dann fiebert man auch heutzutage noch mit. Technisch ist der Erstling dafür aber völlig veraltet. Die Kamera wackelt unnötig stark, je schneller man fährt, Texturen sind grob aufgelöst und die Steuerung will nicht mehr ganz in Fleisch und Blut übergehen. Interessanterweise bleibt die Gewaltdarstellung beim Überfahren oder Erschießen von Zivilisten unangetastet. Stattdessen wurden 4 weitere auswählbare Charaktere aus der deutschen Fassung geschnitten, die alle weiblichen Geschlechts waren. Weshalb, das ist im zeitlichen Kontext von heute aus gesehen vielleicht gar nicht mehr erklärbar, es ist allerdings durchaus ein Verlust in der deutschen Version. Im Frühjahr 1999 erschien mit Grand Theft Auto London 1969 das erste Add-on zur Reihe und spielt als einziger Teil der gesamten Franchise außerhalb Amerikas und in einer realen Stadt. Diesmal in mehrere Spielabschnitte unterteilt, arbeitet man auch in diesem Add-on für das organisierte Verbrechen. Mit vielen neuen Fahrzeugen, dem Linksverkehr, einem eigenen atmosphärischen Soundtrack und vielen neuen Missionen ist dieses Spiel auch heute noch einen Blick wert. Und obwohl das Spiel auf derselben Engine läuft, sogar das Originalspiel benötigt, um überhaupt gestartet zu werden, sind die Texturen diesmal höher aufgelöst, was für ein schöneres Gesamtbild sorgt.
Einmal mehr fehlen dafür in der deutschen Fassung vier Charaktere, diese sind diesmal aber alle männlicher Natur. Außerdem erschien dieses Add-on erstmals unter dem Rockstar Games Label, doch der richtige Nachfolger ließ nicht lange auf sich warten. Earthquaking. 1999, also noch im selben Jahr, erschien GTA 2. Es war nicht nur technisch eine immense Steigerung zum Original, sondern bot daneben auch viele clevere neue Spielelemente. Bekannt sein dürfte vielen der Spruch: Respect is everything. Genau darum dreht sich alles in GTA 2. In einer namenlosen Stadt schlägt man sich in einem retrofuturistischen Setting als Claude Speed durch die Unterwelt. Stets hat man drei verschiedene Gangs zur Auswahl, die eine Mission geben können. Macht man einige Missionen für nur eine Fraktion, steigt das eigene Ansehen bei dieser, während es bei der Konkurrenz abwärts geht. Dies kann so weit gehen, dass man im gegnerischen Ganggebiet automatisch beschossen wird, was das Voranschreiten in späteren Missionen durchaus erschweren kann. Eine gute Balance hält, hat am Ende nicht nur das dickste Portemonnaie, sondern auch weniger Probleme beim einfachen Herumcruisen in der Stadt. Die Engine bot diesmal Lichteffekte, die auch heute noch für ordentlich Stimmung sorgen. Die Texturen sind höher aufgelöst, was für ein stimmigeres Bild sorgt, zusammen mit dem tollen Soundtrack und der vielen Action, die auf dem Bildschirm abgeht, kann man GTA 2 auch heute noch wärmstens empfehlen. Bekannt wurde GTA 2 aber auch durch seinen bissigen Humor. So speichert man gegen ein Entgelt von 50.000 US-Dollar in der Kirche seinen Speicherstand oder kann eine Reihe von Elvis-Imitatoren überfahren, um den wohlbekannten Spruch "Elvis has left the building" zu hören und eine nette Bonussumme zu erhalten. Dies sollte nur der Vorgeschmack sein auf das, was noch kommen würde. Schon bald folgte die nächste Konsolengeneration und damit auch der Einzug der GTA-Franchise in die dritte Dimension.